So, und damit sind wir beim sechsten und letzten Part von Wii Sports angekommen mit dem Training. Und das wird lustig werden. Oh ja, das wird lustig werden. Oh ja, ich freue mich riesig drauf. 15 lustige Missionen und wir fangen mit den Tennis-Missionen an. Ich denke mal, ich mache das so von Tennis, Baseball, Bowling und Golf bis Boxen. Und das machen wir alles in einem Part. Und wir fangen an mit dem lustigen Non-Stop-Schlagen, was wir schon beim letzten Mal gemacht haben. Und wir machen das hier jetzt nicht für ein Alter, wie beim letzten Mal, sondern für Medaillen. Je besser wir hier sind, desto bessere Medaillen kriegen wir. Was sehr ganz logisch ist. Und ich glaube, wir schlagen jetzt bis zum ersten Fehler, glaube ich. Stimmt, da haben wir ja 50 weggeschlagen. Jetzt müssen wir halt beliebig viele wegschlagen. Boah. Bis zum ersten Fehlere. Aber ich werde sie euch jetzt nur zeigen, halt hauptsächlich. Ich will jetzt nicht so übertrieben sein und will eine krasse Platin-Medaille, weil ich glaube, das ist die beste. Ach, das war's, okay. Zählt er noch? Nö. 18 Punkte. Okay, das ist eine Bronzemedaille. Ja, das ist annehmbar. Das ist annehmbar. Gut, dann ist die nächste freigeschaltet und das wäre Schlagtiming. Schlage den Ball in die orangefarbene Zone zurück. Achte auf den Timing und ziele bei jedem Schlag genau. Ja, ich glaube, das wird ein schnelles Ende finden. Ich glaube, die nächste Tennis-Mission auch. Aber gut, schauen wir mal, wie ich das schaffe. Ja, das hat ja schon mal gut angefangen. Das mache ich jetzt nochmal. Das versuche ich jetzt nochmal. Das versuche ich jetzt nochmal. Und das Krasse ist auch, die wird jetzt bei jedem Treffer immer kleiner, dieser Bereich. Habt ihr, glaube ich, gerade gesehen. Boah, hat noch gezählt. Ah, so sieht das auch schon besser aus. So will ich das sehen. Zum Glück sind die Schläge sehr eindeutig und das war's. Das war's. Das war's dann. Aber okay, mit 13 Punkten kann ich leben. Oh, und das ist auch eine Bronzemedaille. Gut, vielleicht mache ich es mir zum Ziel, überall eine Bronzemedaille zu kriegen. Aber das wird bei der nächsten Mission nicht mehr klappen. Da bin ich mir sicher. Nämlich Zielscheiben. Zerschmettere die Zielscheibe an der Wand mit genauen Schlägen. Wage Schlagkraft und Tempo genau ab. Und das ist das Problem, denn der erste Treffer ist noch geschenkt. Aber danach wird's krass. Ja. Das Krasse ist nämlich auch diese Wand da im Hintergrund, die bröckelt nach der Zeit. Wenn wir da jetzt an einer Stelle oft hinschlagen, wo ich jetzt gerade schlage, dann bricht die Wand auch ein. Und dann ist nämlich vorbei, wenn wir die dann zu oft treffen. Das ist krass. Aber bisher läuft das ganz gut, was mich sehr überrascht. Ich kann mich gar nicht erinnern, mal 8 Treffer hier gehabt zu haben. Das finde ich ja interessant. Da ist es passiert, da ist die Wand durch. Wenn ich da jetzt nochmal reinschlage und da war es jetzt auch, da kam ich jetzt nicht mehr dran. Aber okay. Oh, das ist sogar eine Silbermedaille. Krass. Das, wo ich sage, dass ich da keine Medaille schaffen werde, da kriege ich eine Silbermedaille. Interessant. Home Runs. Oh, jetzt geht das wieder los. Aha. Na gut. Wenn ich besser als 3 kriege, bin ich schon zufrieden. Och. Ihr wollt mich auch jetzt nicht ernsthaft noch mit dem Tutorial langweilen. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Danke. Danke für die Einstandslangweilung. Ja. Das war schon mein erster guter Schlag. Das war zu spät. Der war auch nicht schlecht.
Oh, der hat auch noch gezählt. Hat mich überrascht. Ich dachte, der wäre zu niedrig. Alter. Jetzt klappt's aber. Alter. Ich glaube, jetzt bin ich eingeübt drin. Ich hätte das davor machen sollen, vor dem Alter. Überflieger. Ist über dem Stadion. Über das Stadion raus. Der war nix. Es ist noch oben, Mann. Er ist ins Publikum reingeflogen. Ah, zählt ja leider nicht. Alter, was ist denn jetzt los? Alter, Verwalter. Ich hätte das echt davor machen sollen. 8 von 10. Ah, der war nix. 7 von 10. Außer man den natürlich noch 2 Punkte zählt, dann ist es 8 von 10. Aus diesem Überflieger. Bronzemedaille, okay. Gesamtdistanz 1155 Meter. Vielleicht rechnet sich das nach der Gesamtdistanz. Aber ja, das fand ich gut, wie es gelaufen ist. Feingefühl. Schlage den Ball in die markierten Zielzonen. Wenn du diese Übung beherrschst, bist du eben nur ein Profi. Naja, sagen wir mal so. Das ist nicht einfach, die Bereiche zu treffen. Vielleicht nur beim ersten Mal, wenn ich einfach nur in die Mitte schlagen muss. Aber ich glaube, es hängt ja auch mit Timing. Aber ich brauche ja nicht so genügend Kraft. Ich muss ja keine Kraft anwenden. Ich muss ja nur halt im richtigen Moment treffen. Gut. Aber gut, das war jetzt halt nur gerade am Rand. Genau wie jetzt auch. Wäre schön, wenn ich auch mal in das Blaue, in den blauen Bereich treffe, aber ich treffe nur den weißen. Ja, jetzt nochmal so ein Schlag. Das wäre gut. Ja, dann ist es genau in die andere Richtung, ne? Ich weiß nicht, ob man ab einem gewissen Timing das dann halt nach links oder rechts schlägt. Ah. Okay. Ich weiß nicht, was ich jetzt anders gemacht habe, aber okay. Ja, das war nix. Ja, die Übung ist naja. Ja, wobei, das war nochmal ein ganz guter Schlag. Ein brauchbarer Schlag. Vielleicht komme ich jetzt noch einmal in den ganz blauen Bereich. Nee, ich komme noch einmal in den weißen. Naja, okay. Okay. Von mir aus. Immerhin eine Bronzemedaille. 28 Punkte. Naja, wie gesagt, wenn wir jetzt überall eine Bronzemedaille schaffen, bin ich schon zufrieden. Okay, was jetzt nonstop schlagen? Der Werfer deckt dich mit Bällen ein, antwortet mit kurzen, schnellen Schlägen. Ah, na super. Aber gut, keine Kraft anwenden. Das strengt nur zu sehr an. Okay, kurze, schnelle Schläge. Wie ihr wollt. Ist ja egal, aber ich muss sie ja nur treffen. Ja. Boah, der wirft irgendwie so komisch. Irritiert mich ein bisschen. Ah, nee, okay. Ich muss schon in den... Also das darf kein Foul sein. Okay. Ich muss schon treffen. Das darf kein Foul sein. Das war ein Foul. Okay. Okay. Ja. Oh, jetzt kam der so weit links. Der war jetzt ein bisschen zu weit links geschossen. Okay. Ja, aber das läuft doch eigentlich. Das läuft doch. Also ich denke mal, das sollte ich auch die Bronzemedaille bekommen. Nur ich sollte nicht zu früh schlagen, wie jetzt hier der Fall. Ja, ist alles eine Timingsache. Alles eine Timingsache. Ja, komm, jetzt möchte ich aber auch mal wieder ein paar treffen. Also wenn ich nur über die 20 komme, wäre ich zufrieden. Och, komm. Ich glaube, das mit den 20, das kann ich mir langsam abschminken. Ja, wobei, einen darf ich mir noch verhauen. Und das wäre der eine. Wenn ich jetzt die 4 treffe, bin ich zufrieden. Ja, hat sich auch erledigt. Aber gut, dann bin ich halt über die Hälfte drüber. Soll mir recht sein. Irgendwie wirft er total komisch, wie gesagt. Naja, 18. Ist auch okay. Kann ich mitleben.
Und es ist wieder eine Bronzemedaille. Das ist gut. Das freut mich. Das freut mich. Gut, dann Bowling. Und wir machen wieder Spares. Ich glaube, ihr könnt euch auf einen... Na, wobei, wir sind jetzt bei... Ah, mal gucken, wie lang der Part wird. Ich schätze mal so 30 Minuten. Aber gut. Haben wir zum Abschluss nochmal einen schönen lang. Freut euch doch bestimmt auch. Oh. Ja, so wollte ich den vorhin spielen. Aber gut, dass der jetzt nicht trifft, das ist klar. Wow. Das war mal ein super Schlag. Kann man nicht meckern. So, meine Güte. Das war ja schon fast ein bisschen peinlich. Beim ersten Wurf so zu verziehen. Ah, aber gut. Nice throw. Ich freue mich gleich auf die Aufgabe, die danach kommt. Die ist lustig. Wo es auch einen kleinen Trick gibt. Aber ich glaube, den werde ich nicht zeigen, weil das ist mir doch das Risiko zu hoch. Na, oder wobei, ich mache das abhängig. Ich mache das abhängig, wie das bei den vorherigen Versuchen dann läuft. Aber jetzt sind wir erstmal bei den Spares dran. Ja, okay. Dann schlag, wenn du es für richtig hältst. Ich habe zwar eigentlich schon losgelassen, aber okay. Irgendwie hakt er gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Nice throw. Dass sie diese Sensorbar wieder richtig richten. Genau, und da wollte ich jetzt eigentlich so langsam einen Wurf machen wie gerade, aber. Ne. Müssen ja mal so spielen. Das sollte jetzt besser passen. Ja. Schon wieder eine noch ein Salto macht in der Luft. Ja, dahin. Dahin soll es gehen. Joa, das war ein sehr guter Wurf. Ein sehr guter Wurf, würde ich mal sagen. Ja, das sah schon besser aus. Bisschen Domino Day-like. Ach, Domino Day, das waren auch Zeiten. Eine der wenigen Sendungen, die man sich auf diesem Sender, dessen Namen ich mal nicht nennen würde, ansehen kann. Sehr wenigen. Aber was kann man sich überhaupt noch im TV ansehen? Ah, das ist die Frage. Das ist die Frage. Aber gut, wir sind jetzt nicht bei dem TV, sondern wir sind jetzt hier bei Wii Sports Bowling im Training und müssen Spares erzielen. Ach, und so bringt es nicht. Ich glaube, das wird die letzte Übung sein, wobei ich die ja neulich geschafft habe im FIFA-Training. Ja, doch, so will ich das sehen. So will ich das sehen. Mal sehen, wie weit wir jetzt noch kommen. Mal sehen, wie weit wir noch kommen. Ja, das war's. Sehr weit kommen wir. Ja. Gut. Aber mein Ziel, überall die Bronzemedaille zu erreichen, mindestens, das scheint ja gut aufzugehen. Gut, Wurfkraft. Räume so viele Pins wie möglich ab. Nach jedem Wurf wird eine neue Reihe aufgestellt. Strikes verdoppeln eine Punktzahl. Ja, das ist lustig. Denn am Ende werden wir hunderte von Pins da sehen. Und das Lustige ist ja noch in dem Nachfolger, den ich auch bald machen werde. Zwar nicht direkt, aber ja, doch ziemlich bald. Bald. Hat das ja auch sogar seinen eigenen Modus noch bekommen. Och komm, der eine hätte doch auch noch mitfallen können. Naja, egal. Gut, ja, ich bin mal gespannt, wie viel ich das schaffe und ob ich es euch dann zeigen kann am Ende. So ein kleines Geheimnis. Immer bleibt einer übrig. Na gut, bald werden mehr als nur einer übrig bleiben. Man hat auch im Übrigen eine Bande, also kann man da nicht irgendwie das runterfallen. Das gibt's doch nicht, das ist schon wieder nur einer. Ach komm, langsam wird's langweilig. Langsam wird das langweilig. Ja, jetzt sind es mal drei. Okay. Jetzt sind das mal drei. Jetzt sind wir schon bei 36. Wobei die Anzahl bisher bin ich zufrieden eigentlich. So viel wie wir hier umruppen. Fällt zum Glück noch einer. 30. Wir hätten schon noch ein paar noch mit umfallen können. Eigentlich so. Oh,
und wieder nur einer. Das ist nicht wahr. 55. Wird immer mehr, wird immer mehr. Immer mehr. Ja, drei sind übrig geblieben. Ich kriege aber auch nicht mal irgendwie einen Strike oder so hin. Mach ich mal ein bisschen weiter hier. Machen wir es mal so. Ja, wobei 194 ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Oh, wieder nur zwei, die übrig bleiben. Nee. Okay, 78. Und gleich ist, kommt schon das Ende. Gleich kommt schon die letzte Reihe und dann versuche ich den Trick. Ja doch, ich denke mal mit fast 300 Pins, die ich dann ja wohl haben werde. Wobei da jetzt doch ein paar mehr umgefallen sind, ne? Wobei 73 von 78, das ist okay. Das ist okay. So, letzte Reihe mit 91 Pins. Und ich gehe komplett auf diese Seite rüber. Das Ziel ist es nämlich... Kugel so zu spielen, dass die komplett auf der Bande bleibt. Also sozusagen die quer die Bande rüber geht. Ich trau mich das nicht. Wir können es mal so probieren. Ja, das ist... Ah, verdammt, der ist mir runtergefallen. Vielleicht ist er gesehen, das ist so ein roter Punkt, der ist ein Schalter. Und der löst eine Explosion aus, die alle trifft. Aber das ist auch nur in der letzten Runde möglich. Naja, 24. Naja, schade. Hört es euch gern gezeigt, aber... Das ist auch keine Medaille. Hab ich mein Ziel nicht erreicht. Und das nur, weil ich es zeigen wollte. Na egal. Hier werde ich es eh nicht kriegen beim Efe. Efe mag ich überhaupt nicht. Sozusagen wie das Bär. Genau, sozusagen wie das Bär. Nur mit der Ausnahme, dass ja, auf der Strecke so Barrieren sind, die wir nicht berühren dürfen. Genau. Also müssen wir da rüber spielen. Da durchspielen. Damit die Kugel nicht hängen bleibt. So, bisher läuft es ja, wenn da halt nur ein Pin ist. Ja, wobei, das ist immer nur ein Pin. Ich glaube, es geht eher darum, halt die Pins zu treffen. Boah, das war knapp. Nice throw. Das war knapp. Und das wird jetzt ganz schön krass. Das wird jetzt ganz schön krass, aber ich treffe den. Okay. Ja, das könnte funktionieren. Ja, da ist er durch und trifft den Pin. Okay. Oh, jetzt muss das ein ganz gerader Wurf sein, hauptsächlich. Ich probiere das so. Ja, der hat ihn noch so ein bisschen weggeschoben. Zack, das fand ich gut. Das hat es mir jetzt ein bisschen einfacher gemacht. Wow. Ja, jetzt wird's richtig eng. Jetzt wird's richtig eng. Okay. Ganz gerader Wurf. Ja, hallo Mikrofon. Ich hab dich immer noch lieb. Keine Panik. Ich hab dich immer noch lieb. Hauptsache, das hat gezählt. Mach das wieder so professionell. Gott, ob das funktionieren wird. Da geht er in die Rinne. Da geht er in der Rinne. Dann probieren wir das mal so. Ja. Oh, am letzten Punkt. Am letzten Punkt. Oh. Jetzt muss ich da drüber werfen. Auch eine interessante Idee. Auch mal eine interessante Idee. Die denken sich ja was aus. Da wurde der jetzt zu weit abgelenkt. Ja, das sieht schon besser aus. Oh, Junge. Oh, ach du Mann.
Meine Güte. Ich glaube, das wird die letzte Bahn sein. Boah, aber fast. Okay, ich muss vielleicht ein bisschen mehr Drall nutzen. Noch knapper. Dann bewegen wir uns ein Stückchen nach da. Nee, das war schon wieder zu mehr. Ich glaube, das war's. Naja, gut. Kann man nichts machen. Bronzemedaille, finde ich gut. Sind wir schon fast durch. Kommen nur noch Golf und Boxen dran. Putten einlochen. Versenke den Ball mit einem einzigen Putt. Mit 1 kannst du das Grün analysieren. Ja, wir haben es ja in den letzten Parts gesehen. Das Putten, das mag ich überhaupt nicht. Und das werde ich auch jetzt nicht mögen. Okay. Ganz angenehmer Schlag. Kein Problem. Die erste Bahn, das erste Loch. Oh, jetzt wird es schon lustiger. So. Weiß zwar nicht, warum das gerade stärker sein soll als da der Schlag gerade, aber okay. Okay, passt auch. Der passt auch. Okay, jetzt ein bisschen nach rechts. Ja, so ein kleines bisschen in die Richtung. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh. So den Berg da hoch. Joa, das war aber ein bisschen zu krass. Zu krass nach links. Dann probieren wir das so. Perfekt. Nice. Die Stimme, ey. Die Stimme da aus dem Off. Das war zu stark. Viel zu stark. Viel zu stark. Viel zu stark. Viel zu schwach. Naja gut, viel ist übertrieben, aber... Das war viel zu schwach. Aber das war's eh, das Ende. Ich mag Putten nicht. Krieg trotzdem eine Bronzemedaille. Freut mich. Nimm ich so zur Kenntnis. Erfreue ich zur Kenntnis. Grünplatzierung. Spiele den Ball so nah wie möglich an die Fahne. Über den Abschlag gut und tritt dann mit A an den Ball heran. Okay, ich muss nicht ins Loch spielen. Ins Loch spielen. Ich hab's schon wieder gesagt. Okay, schauen wir mal. Bisschen stärker, dann wäre der vielleicht sogar reingegangen. Aber gut. Runde 2. Ja, das reicht. Das reicht, um da hinzukommen. Es muss ja nur auf den Greens sein. Deshalb achte ich jetzt auch nicht so drauf, da komplett an der Fahne zu sein. Okay. Vielleicht ein Stückchen nach rechts, dann wäre der vielleicht sogar noch da reingegangen, aber... Das ist okay. Vielleicht kriege ich ja extra Punkte, aber nee. Das ist okay so. Und wie das auch wieder exakt da noch im blauen Bereich ist und nicht auch ins Rote reingeht. Okay. Über den Sandbunker drüber. Und nicht ins Loch. Aber das ist ja nicht wichtig. Ich glaube, das geht ja noch. Das geht ja noch. Ich freue mich auf die nächste Übung, auf die nächste Trainingsübung im Übrigen. Ach, es gibt 10 Löcher, okay. Sehe ich jetzt erst gerade. Das war zu schwach. Der war nix. Jetzt wird es nämlich schon lustiger. Meine Sorge ist nämlich, wenn ich da zu krass drauf haue, dass er dann über das Ziel hinausgeht. Da haben wir ja auch schon mal das ein oder andere Mal gesehen. Ja, erzählt.
Ist aber zu weit. Ist zu weit. Das meinte ich. Das meinte ich. Genau das. Ja. Oh, ganz knapp drauf. Knapp drauf. Aber es zählt. Okay, letzte Runde, Runde 10. Oh, auch wieder ein sehr lustiger Wurf. Der vielleicht zu stark ist. Nee, der zu schwach ist. Oder vielleicht nicht ganz gut kam. Egal. Egal, wir haben, glaube ich, ja, eine Bronzemedaille. Das ist okay. Das ist der okay. Gut, dann kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsaufgabe. Die ist lustig hier beim Golfen. Das Zielscheiben in der Präzision. Triff mit deinem Ball den Mittelpunkt der Zielscheibe. Vergiss nicht, die Windrichtung zu prüfen. Das ist echt cool. Also so würde ich golfen vielleicht auch ein bisschen, würde es mir noch ein bisschen mehr abgewinnen. Sagen wir das mal so. Genau. Wir müssen versuchen, diese Zielscheibe da zu treffen. Und am besten auch gar nicht mal so stark. Ja, das ist eine gute Richtung. Das ist sogar eine sehr gute Richtung. 50 Punkte zum Einstieg. Natürlich wäre es cool, wenn wir in die 100 spielen, aber diesen 50 zu Beginn kann ich auch leben. Und das könnten die 100 sein. Und es sind die 100. Ja, das ist cool. Das ist cool. Ich mag die Aufgabe. Gut, jetzt ein bisschen Wind. Dann gehen wir ein kleines Stückchen nach links. Und versuchen nicht ganz so, also ein bisschen schwächer zu machen. Das ist zu stark. Ja, ungefähr so. Ja, könnte passen. Könnte passen. Ja, 25. Hätte schon ein bisschen stärker sein können, aber okay. Die Richtung hat gestimmt. Okay, jetzt wieder so ungefähr so an die 3, 3,5. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Zu dir die 50. Ja, bisher jeder ein Treffer. Das freut mich. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen stärker spielen sogar. Ja, passt auch. Auch wieder die 50. Treffen sich alle so ungefähr in dem Punkt. Ah, okay. Jetzt dürfen wir richtig draufhauen. Oder es jetzt ein bisschen schwankend da war. Aber die trifft noch die 25. Ja, war jetzt zu krass. Jetzt wieder mit Rückenwind. Ja, könnte schon zu weit sein. Aber es passt. Ist auch wieder 25 Grad an der Grenze zu 50. Ich würde mal versuchen, ich mache das jetzt mal mit dem hier. Mit der Eisen versuche ich mal auf die mittlere Insel zu kommen, damit man die auch mal sehen. Damit man die auch mal sieht. Und das wird kein Treffer. Super! Ich lasse es einfach, oder? Ja, wobei, das könnte ich jetzt noch versuchen. Das könnte zu stark gewesen sein. Nee, passt. Okay. Haben wir da auch noch auf der Insel die 50, auf dieser schwimmenden Plattform. Aber okay. Jetzt mache ich nochmal einen schönen Schlag. Genau in die Insel, in die Mitte der Insel. Oh, hat ja auch ein bisschen noch das ausgleichen können. Das wird nur eine 10. Ich noch ein bisschen mehr noch nach rechts gehen können. Aber okay. Die Kraft hätte gestimmt. Nur halt die Richtung nicht. Gut. Und das ist eine Bronzemedaille, das finde ich gut. Hat mir bisher nur ein einziges Mal keine Medaille. Und das ist natürlich auch bei einer meiner Lieblingsmissionen. Na, okay. Gut. Dann nehme ich mir noch mal eben meinen Nunchuck zur Hilfe, denn jetzt machen wir noch den letzten Punkt Boxen. Boxen wir noch ein bisschen. Und zwar zuerst den Sandsack und dann noch die anderen zwei Aufgaben. Und dann hätten wir es. Dann hätten wir es. Fertig. Oh, war ja lustig. War ja eine lustige Sache hier. War eine komplett lustige Sache. So, jetzt müssen wir diesen Sandsack bearbeiten. Und das wäre natürlich immer mehr. Deshalb muss man immer gucken, dass man die Schläge so halt gut setzt. Sowas zum Beispiel. Immer schön abwechselnd mit Links- und Rechts-Kombination.
Manchmal treffen die irgendwie nicht. Machen hier Training wie mit Little Mac. Nein, nicht ganz. Oh, geh weg. Komm, noch die 20. Jetzt sollte noch drin sein. Ja, ist auch drin. Und noch die 25. Insgesamt. Ja, kann man mit leben. Silbermedaille. Boah, das fängt an. Aber gleich ist es geschafft. Puh. Boah. Kann langsam nicht mehr. Okay. Vorletzte Beinarbeit. Stimmt, jetzt geht es ja eher darum, auszuweichen. Boah. Das Training ist ordentlich. Das ist ordentlich. Dürfen wir jetzt hier hauptsächlich machen. Boah, geht der einfach wieder nach links hier. Einfach wieder nach links da. Autsch. Das tat weh. Einfach mit dem Ball bewerfen. Halte ich mal besser nach unten. Boah. Übertreibt man nicht. Also ich will mal jemanden sehen, der da überhaupt nicht getroffen wird. Das geht gar nicht. Jetzt macht er wieder langsamer und jetzt geht er wieder ab. Mal insgesamt 70 Punkte. Silbermedaille. Boah, beim Boxen habe ich jetzt nur die zweite Silbermedaille. Krasse Sache. Letzte. Treffsicherheit. Beobachte und triff die Handschuhe des Trainers. Triffst du den Trainer selbst, gibt's Punktabzug. Nachdem er mich hier so mit den Bällen beschmissen hat, würde ich ihn gerne eine reinhauen, aber nee, komm. Wir machen das ja nochmal ordentlich. Wir wollen ja nochmal eine Bronzemedaille. Ich mach das schön konzentriert. Läuft gut bisher. Das ist zum ersten Mal passiert. Aber nur ein Minuspunkt bisher. Okay, 32 Punkte insgesamt. Bronzemedaille. Okay, finde ich gut. Finde ich gut. Joa, was bleibt mir da noch anders zu sagen? Das waren alle Trainingsmissionen. Und ihr hattet einen schönen langen Part. Ja, Wii Sports, gutes Spiel. Doch, muss man sagen, vor allen Dingen mit mehreren auf jeden Fall lustig. Alleine, naja, macht man einmal und dann hat sich's auch wieder, aber mit mehreren auf jeden Fall ziemlich lustig. Gut, bald wird's dann der nächste Teil dann auch losgehen, nämlich direkt Wii Sports Resort, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis ich den mache. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann bei einem anderen Video wieder, spätestens dann vielleicht bei Wii Sports Resort, wenn es euch interessiert. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.